Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde vom Kebab-Simulator. So, ich habe gerade gesehen, dass wir an sich alles noch da haben für unseren Döner-Teller. So, das heißt, wir schneiden Ribeye klein und machen an der Dönermaschine Ribeye fest. Zack. Kann ich da noch mehr dran machen? Guck ich mal. Ja, es geht sogar noch mehr dran. Aber ich weiß ja nicht, wie viel ich jetzt rauskriege aus einem. Also lassen wir erstmal bei einem. Ich muss ja sowieso eins heiß servieren. So, hier machen wir auf jeden Fall schon mal die Pommes draus. Da weiß ich, dass ich die brauche. Wir nehmen jetzt die Dönermaschine und packen die hier oben drauf. Schneide die Ribeye an Dönermaschine festmachen. Jede Seite grillen. Dönermesser nehmen, Dönerfleisch von Dönermesser schneiden. Fünfmal Dönerscheibe. So, Fritteuse, Pommes frittieren. Ketchup Mayo drauf. Fertig. Dann nehme ich einen Teller. Dann mach schon mal Ketchup Mayo drauf. Zack. Jetzt brauche ich nur noch ein Dönermesser wahrscheinlich. Dann gehe ich mal kurz in den Laden. Dann hole ich mir noch ein Dönermesser. Und die Pommes sind ja ganz einfach zu machen. Spieß, Messer, Dönermesser. Das ist mein Dönermesser hier. Zack, wir machen an. Ich mache die Pommes rein. Dass ich das von alleine drehe, muss ich es ja gar nicht umdrehen. Steht ja da von beiden Seiten. Aber da sollte nicht viel passieren. Nebenbei auf die Pommes gucken. Ist es jetzt fertig? Na, ich warte mal noch. Pommes sind auf jeden Fall fertig. Zack. Zwei, drei, 4, 5. Sieht gut aus. 5 mal Dönerscheibe drauf. Das ist der Döner-Teller. Geil. Schön einfach. Das ist ja super einfach. Dann machen wir uns nochmal Pommes. So sieht es aus, als würde ich zwei noch rauskriegen, also noch eins rauskriegen. Ketchup dran. Also Ketchup und Mayo drauf. Pommes rein. Und dann kann ich hier nochmal abschneiden, 5 Stück. Aber ich warte mal noch, bis die Pommes fertig sind. Weil die werden es noch ein bisschen brauchen, während der Dönerspieß hier schon fertig ist. Wird doch schön warm gehalten. So, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ich kriege also aus einmal dran packen schon 2 Döner-Teller raus. Ich brauche noch 2 Kartoffeln, dann kann ich noch 4 Teller machen. 4 Döner-Teller, dass ich die auf Reserve habe. Kartoffeln hier unten. Kartoffeln nehmen wir mit. Ran an den Spieß. So, 4 Stück kriegen wir auf jeden Fall noch raus. Deswegen mache ich hier nochmal 4-mal Pommes. So, passen sogar alle mit einmal rein. Zack. Ketchup und Mayo sind alle geworden. Auf zum Laden. Perfekt geschafft. Ja. Pommes sind fertig. Zack.
Die greift man einfach so wie immer mit der Hand raus. Dann kann ich die Dönermaschine schon mal anmachen. Machen wir Ketchup überall drauf. Mayo dazu. Zack. Und wir haben die Pommes noch so ein bisschen an die Seite anrichten. Und dann schön unsere 5 Scheiben Dönerfleisch drauf. Fritteuse kann auch erstmal aus. Und jetzt schneiden wir uns den Döner klein. Oh, das sieht aus, als müsste er jetzt nochmal kurz. Ja, tatsächlich. Ist aber wie im richtigen Leben. Wenn du eine Portion so Döner abgemacht hast, dann muss man manchmal kurz warten, damit er wieder das gute Fleisch hat. Dieses geile, knusprige Fleisch und nicht dieses schwabblige. Jeder will dieses knusprige Fleisch haben. Jeder. Das ist das Geilste. Genau, das machen wir auch. Wir machen das schön knusprig. Und dann gibt es auf den Teller drauf. So richtig Döner habe ich jetzt hier noch nicht gesehen. Also Döner in die Fladenbrot. Aber es kommt vielleicht noch. Bei dem Kebab-Simulator will man natürlich auch Döner haben. Dann kann ich die restlichen hier alle in den Kühlschrank packen. Das, was übrig ist. Ich mache jetzt hier noch 4 Portionen von normalen Pommes mit Ketchup und Mayo. Einfach damit wir noch eine kleine Mahlzeit haben. Wo wir jetzt nicht extra viel kochen und Neues lernen müssen. Dann machen wir hier überall nochmal Mayo und Ketchup drauf. Die Pommes rein. Und da haben wir noch mal eine günstige kleine Mahlzeit für zwischendurch, wo wir uns nicht so viel Arbeit machen müssen. Das heißt aber, ich kann jetzt die Herzkekse schon mal reinpacken. Herzkekse rein. Dieses Teil ist nervig. Dieser Pommeskorb. Der fällt immer ganz komisch. So, Pommes rein. Ja, die waren jetzt ein bisschen zu lange drin, aber ist nicht so schlimm. Ob das zählt? Wer weiß. Machen wir noch die Suppe heiß. Und dann bin ich hier durch. So, na, ich wollte nur 20. Naja, gut. So ist das eben. Tomatensuppe. Zack. Hühnersuppe und Tomatensuppe müsste ich dann auch mal neue machen. Da ist nicht mehr so viel da. Deswegen habe ich hier schon mal die Zutaten mitgebracht. Ich mache den Laden auf, dass wir neue Kunden dazu gewinnen. Mehr Geld verdienen, ganz wichtig. Immer reinspaziert. Ja, klassische Tomatensuppe ist immer da. Wir haben jetzt ganz neu Döner-Teller dabei. Döner-Teller sind mit drin, jawohl. Köfte ist dabei und die neuen Herzkekse. Ganz leckere Teile, Pommes, Klassiker, auch mit am Start. Servieren Sie jede Art von Rezept, Hauptgericht, Suppe, Dessert, gab es Thema voll. Dessert sind die herzförmigen Kekse. Die gönnen sich jetzt erstmal. Wir sammeln weiter Geld davor, dass wir uns dann den größeren Laden holen können, weil hier wird es so langsam eng. Da müssen wir
uns mal ein bisschen erweitern. Die Kunden schön und gut, aber langsam brauche ich mehr Platz, um zu kochen. Weil ich einfach so viele Gerichte machen kann. Jawohl, der Hubel rollt. Die Kohle kommt. So muss es sein. Immer her mit dem Geld. Oh, er kann mittlerweile auch mehrere Teller tragen. Ich dachte am Anfang, der nimmt immer nur einen, aber jetzt kann er sogar mehr nehmen. Wenn mehr Leute da sind. Oh, die Leute, die rennen mir die Bude ein. Da hinten sind immer noch mehr. Servieren sich 300 Gerichte. Neuer Steam-Erfolg. Jawohl. Es geht voran. Das ist mal noch zwei. So, ich lad mal ein paar Teller nach. Hier kann er an sich auch noch schmutziges Geschirr reinpacken. Oh, was ist alle? Köfte. Da machen wir gleich die Mikrowelle an. Herzkekse. Das ist kein Problem, die kann ich kalt servieren. Herzkekse ran. Oh, die Leute gönnen sich aber heute das gute Futter. So, ich muss den Teller greifen und nicht die Zwiebeln runternehmen. Köfte dran. Sehr gut. Oder wird sofort zweimal Köfte genommen. Super auch. Gucken wir mal kurz noch ein bisschen Dreck. Ist aber keiner da. So will ich das sehen. Pommes geht da drüben ab. Kaugummiautomat. Die Leute nehmen sich auch hier die Getränke. Alles extra Geld. Und es kommen immer noch neue Leute dazu. Warum hat er einen Teddybär in der Hand? Am Arsch unten, aber das haben die alle ab und zu mal, dass sie diesen Teddybär da noch in der Hand haben, während die essen. Scheint ein Bug zu sein. Tomatensuppe ist alle. Die machen wir gleich nochmal warm. Hier müssen wir nachladen. Oh, die Leute machen aber ganz schnell hier mein Essen alle. Oh, 30, ein bisschen viel. Tomatensuppe. Holy shit, die machen wirklich ganz schnell den Laden leer. Köfte schon wieder alle. Perfekt, die haben sich gut gegönnt. Es ist nur noch Suppe da. Der Rest ist komplett aufgegessen. Und ich muss hier nicht extra nochmal für eine Person irgendwas warm machen. Das ist schon krass. Hat perfekt funktioniert. Dann mache ich jetzt nur noch den Abwasch, beziehungsweise ich räume es einfach ab und meine Angestellten kümmern sich drum. Teller nachladen. Zack. Dann könnt ihr ihn noch aufwaschen. Hier ist alles im grünen Bereich. Morgen muss ich Tomatensuppe neu machen, weil so viel ist nicht mehr da. Ich glaube, da kriege ich nur noch einmal raus, wenn überhaupt. Lass jetzt nur noch aufwaschen. Und die haben mir heute nicht mal ihren Müllsack vorbeigebracht und hingeschmissen. Es ist alles sauber. Nicht mal schwarzer Dreck auf dem Boden. Alles weg. Räume ich den restlichen Teller noch ein und dann ist Schluss für heute. Wir müssen natürlich noch zumachen. Und dann geht's ab ins Bett. Oh, die Einnahmen waren aber saftig, muss ich sagen. Also 9780, das kann sich schon sehen lassen. Das soll es für heute gewesen sein. Schaut doch gerne beim letzten Video mit vorbei. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr mehr vom Döner-Simulator sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.